Schwalbe! Herr Schwalbe! Herr, wo bleiben Sie denn? So kommen Sie doch. Also endlich kann ich nun einmal mit Ihnen zufrieden sein, Herr Schwalbe. Und Ihr Jugendfreund kommt doch. Ja, ja, gewiss. Natürlich, selbstverständlich. Und er ist ein perfekter Jäger? Aber sicher. Oh, der hat schon auf alles Mögliche geschossen. Auf Rehe, Hirsche, Hasen, Hühner, Katzen, Mäuse, Ratten. Ja. Löwen. Löwen? Löwen, ja. Löwen, also ein Löwenjäger. Na, das ist ja herrlich. Das muss ihr doch imponieren. Ja, und Fürst ist er nebenbei auch noch. Na, das weiß ich doch. Sonst hätte ich ihn doch nicht für diese reiche Dame auserwählt. Uralter Name und viel glückliche Verbindung. Frau von Kobylinski, Sie haben mir doch versprochen, wenn... Na ja, ja. Wenn die Sache klappt, dann werden Sie bei mir Direktor. Ach. Junger Mann, ich wünsche, dass Sie bei diesem schwierigen Geschäft in keiner Weise in Erscheinung treten. Dafür kennen Sie sich in den Nuancen der Heiratsvermittlung doch noch zu wenig aus. Zwei Zimmer nebeneinander, gnädigste? Nein, für diesen Herrn ein Mansardenzimmer. Der gehört nicht zu mir. Ist ein Telegramm für Schwalbe da? Eben gekommen. Oh, danke. Bitte sehr. Dankeschön. Danke vielmals. Danke für Angebot. Habe mich gestern verheiratet. Dein Fürst Hochheim. Oh, Onkel, komm. Du Lieber. Komm. Mein Hundchen, so. Oh, Verzeihung. Verzeihung, ich habe mich nur vertreten. Oh, das haben Sie ja wieder gut gemacht. Sie haben wohl Tiere sehr gern. Naja. Mit dem Menschen ist ja sowieso nichts los. Da haben Sie recht. Oh, Verzeihung. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Schwalbe. Wohnen Sie hier im Hotel? Natürlich. Oh. Das heißt, natürlich nicht. Wie könnte ich... Oh, schade. Ja, schade, sehr schade. Sonst könnte ich mich ja öfter nach dem Befinden des kleinen, lieben Hündchens erkundigen. Vielleicht, wenn wir uns zufällig sehen. Ja, aber wie, aber wo, aber wann? Das müssen wir dem Zufall überlassen. Gnädige Frau, ein Einschreibebrief ist gekommen. Haben Sie ihn hier? Bedauere sehr, müssen Sie bitte selbst quittieren. Der Postbote kommt um 7 Uhr. Oh, um 7, da bin ich in der Konditorei Mahler. Bitte sagen Sie ihm, er möchte dorthin kommen. Bitte sehr. Dankeschön. Oh, bitte das Hündchen. Danke. Oh, Verzeihung, mein Schirm. Mein Schirm, verzeihen Sie vielmals. Verzeihen Sie voll. Soll schon da sein, hat man mir eben telefoniert. Ja, ich werde mich gleich erkundigen beim Portier. Wer sie ist und wie sie heißt, geht sie gar nichts an, junger Mann. Ich habe Mühe genug gehabt, diese junge Dame zu dieser Heirat zu zwingen. Schaffen Sie nur so bald wie möglich Ihren Fürsten Hochheim herbei. Jawohl. Sie, das sage ich Ihnen noch. Wenn diese Sache mit dem Löwenjäger bei Ihnen nicht klappt, fliegen Sie raus. Verstanden. Eine kleine Lüge ist manchmal unentbehrlich. Eine kleine Lüge ist manchmal sehr gefährlich. Denn glaubt mir, glückt es einmal, macht man es immer. Der Herr wünscht. Ein Löwenjäger. Wie, oh, bitte? Verzeihung, bitte. Einen Cognac, wenn ich bitten darf. Ja. Sie können mir auch zwei bringen. Oh, Miss Perkins. How are you? All right? Ja, es ist alles all right. Sie bekommen einen Löwenjäger. Sagen Sie mal, gibt es hier in der Nähe irgendwo einen Löwenjäger? Bei uns in München? Okay. Aber... Wartens...
In der Gartenstraße, im Sektparadies. Was, Sektparadies? Wieso Sektparadies? Das ist ja teuer, ja. Da tritt ein richtig gehender Scharfschütze auf. Was? Fürst heißt er. Ein Scharfschütze? Ja. Hier? Oh, er ist gar nicht übel. Ich habe ein paar prominente Persönlichkeiten zu einem intimen Souper für 9 Uhr eingeladen, damit diese erste Zusammenkunft möglichst unauffällig und gesellschaftlich erstklassig vor sich geht. Das ist lieb von Ihnen. Ach, 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 was für ein reizendes Hündchen. What is your name? Altes Biest. Eifersüchtig bist. Eifersüchtig? Ja. Auf dich vielleicht. Du hast ja einen Riesenwahn, du, Herr Fürst. Eifersüchtig bin ich. Das sagst du jetzt nur mal, wenn du da traust. Sag's mal. Ich meine ja nur. Du hast aber nichts zu meinen, das sagt er ich. Und noch einmal, wenn ich dich erwisch, dass du einen fremden Mädel noch laufst, dann ist überhaupt aus mit uns zwei. Wenn schon, bei dir bekomme ich so nichts fressen. Legst du die Wurst gleich wieder hin? Ob du die Wurst wieder herlegst? Das ist schon zu spät. Die Zirke da von der Gasch ab. Weißt du was? Von keiner Gage kann man nichts abziehen. Ach, was war's denn vorhin? Wie bist du hergekommen zu mir? Nicht einmal einen scheißen Anzug hast gehabt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist der Mühe weit und unter verehrlichen künstlerischen Leiterin. Gelungen den berühmten Meisterschützen. Ave Maria Anton Fürst zu einem kurzen Gastspiel zu gewinnen. Sehr geehrte Zuschauer, ich werde mir erlauben, jetzt mit der Pistole dieses gläserne Klump da von der Wand zu schießen. Aber nicht von vorn, sondern von hinten. Von vorn kann es jeder. Habe ich getroffen. Die anderen 3 treffe ich morgen. Und ein Mädel treffe ich auch noch am Bahnhofplatz, aber nicht mit der Pistole. Bravo, bravo, bravo! Haben Sie den Herrn Schwalbe noch nicht gefunden? Er muss krank sein. Krank? Ja, er war vor einiger Zeit in der Bar, aber ganz durcheinander, hat immer nach dem Löwenjäger verlangt. Ja, ja, nach einem Löwenjäger, ja, das weiß ich. Und zu Ihnen hat er das gesagt? Ja. Und in der Bar? Ja, in der Bar. So ein Trottel. Es war wirklich ganz famos, wie sie geschossen haben. Also das war ganz herrlich. Ja, das ist ja mein Geschäft. Ja, ja. Aber nicht mehr lang. Wieso? Ich schieße nicht mehr weiter. Ich bin ums Essen engagiert. Aber sie gibt mir ja nichts mehr. Ach Sie, wenn Sie einmal gut essen wollen, ja? Wenn Sie einmal fabelhaft essen wollen, Sie, da hätte ich was für Sie. Da hätte ich was. Wo ist das? Passen Sie auf, jetzt schmeißen Sie sich mal sofort ins Smoking. Ja. Ja, wo soll ich mich hinschmeißen? Smoking sollen Sie anziehen. Ach so, Smoking. Ja, ich habe keinen. Ja, bloß das. Aber ich habe einen Freund, einen guten Bekannten, der ist zwar so dick, aber der Leibmann, den bekomme ich. Also ist gut. Und dann gehen Sie ins Grand Hotel. Grand Hotel. Und da gehen Sie zur Frau von Kobylinski. Kompliment. Ich schreibe es Ihnen dann auf. Ja. Und dann sagen Sie zu ihr, Sie sind der Fürst. Ja, der bin ich ja so. Ich bin ja der Fürst. Und der Herr Schwalbe schickt Sie. Da werden Sie sehen, was Sie da zu essen bekommen. Wunderbare Sachen, herrliche Sachen, so viel Sie wollen. Dann saufen wir den jetzt dann morgens am voll lauter Appetit. Na, also vergessen Sie nicht, gell? Um 9 Uhr. Es pressiert, nicht wahr? Ja. Um 9, gell? Aha. Oh, ich esse ja schon wieder mal viel zu viel Schlagsahne. Aber sie schmeckt doch bei Ihnen am besten. Dankeschön. Der Herr wünscht eine Tasse Kaffee. Was machen Sie denn hier? Oh, ich
wollte mich nur nach dem Befinden des Hündchens erkundigen. Ja, woher wissen Sie denn? Das Geschäftsgeheimnis. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Oh, ich danke. Ist der Fürst Hochheim schon angekommen? Nein, gnädige Frau. Nein? Sonderbar. Und sehen Sie, da haben wir jetzt eine reiche Dame, die will unbedingt einen perfekten Jäger zum Manne. Das ist verrückt, was? Ganz verrückt. Blödsinnig. Mhm. Und glauben Sie, dass sie den will? Oh, die hat gar nichts zu wollen. Oh. Ah, da kennen Sie meine Chefin, die Frau von Kobylinski. Schlecht, sehr schlecht. Die sucht sich schon so dumme Frauen. So. Ja, ja, ja. Wissen Sie, und als Mann für diese dumme Gans, das sollte ich meinen Freund, den Fürst Hochheim, liefern. Mhm. Aber Pech, 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 Pech. Ach, hab ich Pech. Hat sich gestern bereits anderweitig verheiratet. Ja, ja. Und was machen Sie jetzt? Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Ich habe ihr einfach einen anderen geschickt. Einen Scharfschützen, wissen Sie, so einen Kunstschützen, so, der so in einem Lokal so Kugeln herunterschießt. Wunderbar, wunderbar. Und glauben wunderbar. Sie, dass sie den nehmen wird? Ja, selbstverständlich. Sie muss, sie muss. Ins Grand Hotel ist er gegangen? Ja, im Smoking. Im Smoking? Ins Grand Hotel? Da stimmt etwas nicht. Da steckt etwas dahinter. So ein Schuft, na, der kann was erleben. Dem werde ich jetzt meine Meinung sagen. Ah, ah, Fürst, ja, guten Abend. Ja. Das ist schön, das ist gut. Ja, sehr ich habe mich verspätet, etwas verspätet, weil ich zu gar spät gekommen bin. Mach gar nichts, ganz wunderbar. Ja. Boy, komm mal her, führe den Herrn zur Frau von Kobylinski. Nicht wahr? Legen Sie einstweilen ab. Ja. Ah, was ehrlich. Geben Sie auf die Sachen recht Obacht, die habe ich nur zu leihen genommen. Hier. Nicht berühren, nicht berühren. So. Er ist da, er ist da. Was, Herr? Ich verstehe Sie nicht. Er ist da. Ach, der Fürst. So. Ah, oh, bravo, bravo. Meine Herrschaften, eine angenehme Mitteilung. Er ist da. Miss Perkin, bitte einen Moment. Jetzt werden Sie sehen, was mein Heiratsbüro Fortuna Berlin, Kurfürstendamm 232, Telefon Bismarck 5555, imstande ist zu leisten. Der Herr Fürst! Grüß Gott, bitte. Wo ist das? Haben Sie was verloren? Nein, durchaus. Sind Sie die Frau Komplinski oder wie? Nein, von Kobylinski. Von Kobylinski. Kobylinski. Kobylinski, ja, das ist ja geil. Ja, mich schickt ein Herr Stieglitz oder Papagei schickt mich zu Ihnen. Papagei? Nein, durchlauf meinen gewissen Schwalbe. Ein Schwalbe, ja, so einen vogelartigen Namen hat er, ja. Ja, der schickt mich her wegen Essen. Bei Ihnen ist es richtig zu Essen geben. Und ich habe jetzt so einen Hunger, da kann man ja gleich anfangen. Was ist? Kehren die Herren alle dazu und die Damen? Sitzt euch halt her. Was ist das für ein Mensch? Da sitzen Sie ja noch her, ich tue Ihnen nichts. Ich finde ihn reizend. Wirklich? Ich auch. Ja, wirklich reizend. Ja. Ein Flügel. Kommen Sie bitte. Darf ich vorstellen? Miss Mabel, Fürst Anton Maria Xavier. Bitte. Auf in den Kampf, Torero! Was? Zackern. Ah, 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 ah. Ja, was ist denn das? Sagen Sie, Fürst, es ist wohl sehr heiß in Afrika, bei den Löwenjagden. So, so. Ja, ja, freilich, natürlich. Na, da ist auch heißer hin, da. Ich schwitze so viel. Ich werde mir überhaupt ein bisschen bequemer machen, da herin. So, da kommt er nicht weg, der Rock, was? Gemütlich, gemütlich sein, das ist mein... Unerhört!
Was hat's gesagt, die Tante Klimplinski? Was hat's gesagt? Sie. Wenn auch gefahren die Kinder, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Herein. Ziehen Sie sich an. Bin schon. Na, ein netter Fürst ist das. Der hat ja gar keine Ähnlichkeit mit dem Bild, was Sie mir da gegeben haben. Na, antworten Sie. Warum ist der Fürst jetzt so mager? Hier auf dem Bilde, da sieht er doch dick und ausgefressen aus. Er war etwas krank. Krank? Aber er wird sich schon wieder erholen. Der Mensch, der vernimmt sich ja unmöglich. Hallo, was ist denn da mit dem Trinken überhaupt? Kriegen wir denn gar nichts zu trinken? Was ist denn? Ich muss ihn unschädlich machen. Ja, aber wie? Ich hab's. Hier, na, geben Sie mein Schlafpulver. Schlafpulver? Geben Sie ihm gleich drei. Hm. Hoffentlich hilft das. Pfui, Sie Ferkel. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt wär's mir zu viel. Gut war's und billig. So, jetzt zeige ich mich um. Hoffentlich ist noch alles drin. Den traue ich gar nicht. So. Also Kinder, seid's lustig. Da, Herrin, muss es sein. Das weiß ich ganz bestimmt. Und den muss ich jetzt haben, entweder tot oder lebendig. Das heißt, lassen Sie mich in Ruhe, bitte, den suche ich mir jetzt, den Bruder. Und wissen Sie, was ich mache damit, wenn ich ihn habe? Wissen Sie, was ich mache? Ein Tatar-Beefsteak mache ich aus dem. Aber ich kann mich gar nicht dankbar zeigen für das. Alles, ich weiß nicht, wie mir da revanchieren soll dafür. Halt, ich hab was. Ich kann mich ja dankbar zeigen. Ich werde den Herrschaften etwas vorschießen. Halt! Fürst, was machen Sie? Fürst, was heißt hier Fürst? Wieso Fürst? Das ist doch kein Fürst. Der heißt ja bloß Fürst. Und bei mir schießt er ums Geld. Jawohl, marsch! In die Vorstellung. Da hört sich ja alles ab. Dir werde ich helfen, du Schwindler. Was ist das? Das ist kein Fürst. Großer Gott, diese Blamage. Ja, was sehe ich? Ja, Sie sind da. Ja, was wollen denn Sie hier? Sie wollten mich doch durchaus verheiraten. Was? Sie sind? Die dumme Gans. Oh Gott, Allmächtiger. Entschuldigen Sie vielmals, mein Freund. Los! Sie sind entlassen! Bei Ihnen. Aber ich habe ihn für mich verpflichtet, damit Sie nicht auf Ihre Provision verzichten müssen.